Ja, ist ja wurscht. No! Fuck! Ah, das kommt plötzlich. Morgen, Jungs. Und Mädels. Mal wieder SCP Containment Breach Version 1.06. Den genau. Trendschirm überlasse ich dir, während ich hier schon mal meine Vorbereitungen treffe. Ja, ich lese hier mal gerade vor. Ja. Wir spielen ja hier normal, ne? Ja. Intro. Intro machen wir, da ist ja was Neues. Ey, da das Hammer-Feature, der Gamma-Slider wurde verbessert. Geil. Nein, den habe ich jetzt nicht geguckt. Ah, schade. Was gibt's ja noch? Das der funktioniert sowieso in einem Fullscreen-Mode. Der Gamma, also das ist scheißegal. Ach ja, meine Stimme ist angeschlagen, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ich weiß nicht. Also irgendwie Sounds verbessert, vor allem Door-Sounds. Die sollen uns wahrscheinlich wieder die alten Sounds sein. Aber verbessert. Ja. So wie ich das verstanden habe. So mit Old, was weiß ich. Und Intro, du läufst jetzt langsamer. Also nur während dem Intro soll man eben so schnell laufen, damit man mit den Guards hier mithalten kann. Ja, das ist nicht mehr passiert, dass man die überholt, wahrscheinlich. Framerate ist irgendwie für den Arsch wieder. Ist auch ein neues Feature. Ja. Aber das schaut hier auch neu aus, oder? Slightly decreased Framerate. Slightly? Ja, slightly. Eieiei. Weil das schreibt er oft hier. Slightly. Schon mal kein guter Anfang, Leute. Und das Gamecard-System ist much more balanced. Ja, aber was meint er mit Gamecard? War eigentlich ist es ja Keycard. Guck, jetzt läuft man hier so wie schnell die Guards. Soll ein Gamecard sein sonst? Ja, wie schreibt der Gamecard? Beim Spiel heißt es ja Keycard. Oh, ich laufe jetzt echt genauso schnell wieder. Ist ja lustig. Geil. Ein Feature, das wir uns immer gewünscht haben. Ah, ist eigentlich wirklich praktisch, weil du hast dann immer überholt und dann schießen die oder sind verbuggt einfach nur. Ja, aber dann kann man trotzdem noch. Okay. Ja. What the fuck? Holy fucking shit, was machst du? Ich hab die Orientierung verloren. Ich sag mal so. Ich hab die Orientierung. Ich sag mal. Ich hab die Orientierung, ich sag mal verloren. Ich sag mal verloren, ja. Was ist das eigentlich für ein Raum, das wir dieser Test durchführen? Da würde so ein fettes Reptile reinpassen. Wie heißt 682? Ja. Undescribable Reptile. Das würde da fett reinpassen. Vor allem, was komisch ist, machen die den Elektroschock. Da geht ein Tunnel hier rein. Ja, ne? Ja. Ja, stimmt. Und da ist nichts mehr. What the fuck? Ja, okay. Oder geht der hinter der Mauer da? Nee, hinter der Wand, ja, meinst du? Nee, das sieht eigentlich nicht so aus. Könnte eine Täuschung sein. Kranker Scheiß. Hat sich ausgedacht. Sicker Shit. So magic. Wenn sie voll durch den anderen Raum durchlaufen. Oh yeah. Hat er noch nicht dabei? Nein. Nein, wir sind in der normalen Version, Leute. In der normalen. Hab jetzt kurz gedacht, oder? Nächstes Mal gibt's dann wieder die Map von Shadow Dancer. Heute haben wir erstmal das Update vorgezogen. Weil Update halt. Ich hab Heil verstanden. Heil Update. Ja. Nehmen wir die Folge so. Heil Update. Wahrscheinlich krass. Ich weiß nicht, inwiefern das zulässig wäre. Lass es bitte. Es würde für Klicks sorgen. Ja, Glück gehabt. Meinst du? Junge. Du bist für Klick geil, Junge. Ja, ein bisschen schon. Ich freue mich, wenn viele Leute davon reden. Ja, schon das, schon geil. Aber würdet ihr draufklicken, nur weil Heil im Namen steht? Ja, bestimmt. What? Was machst denn du? Lass mich doch. Dude! Wenn's weg bleibt, passiert dir nichts. Ja. Außer du blinkst und dann breakst dein Neck und dann holst du die Tür zu. Andere Door-Sound. Andere, aber. Der alte wieder, ne? Ist wirklich der alte wieder. Oder? Ja, improved, aber. Also, das ist nicht ganz dasselbe, aber. Lass mal nochmal testen. So ein bisschen so ein im Hintergrund noch, oder? Also, ja, es ist auf jeden Fall nicht mehr Wumms. Ja, das fand ich echt so richtig geil. Das ist ja unser Endsound von SCP-Videos. Die alten, aber improved. Unser Endsound, ne? Ah ja, und diesen Hausmaster geworden, oder so. Wieso? Haben wir auch was geändert? Das 106-Event. A little new 106-related event and some improvements to the event where 106 catches the janitor.
Den Hausmaster, nicht Janitor. Den Hausmaster. Ist schön, dass ich schon mal alle wichtigen Räume hier finde. In the end room. Was ist denn bitte, heißt Janitor echt? Ist der Hausmaster, ja. Bei Scrubs, der Hausmeister, der war auch der Janitor. Where 106 catches the janitor in the end room. Was hast du jetzt gesagt? Ja. Was war da? Oh, ah, dann. Könnte das mal offen. Ich hab Hunger. Was? Während dem Video hab ich Hunger. So, da komm ich nachher, glaub ich, oder? Ich will gewiss nicht nochmal was so ein Viertel-Mauspack oder Ding. Viertel? Ja. Aber es gibt ja eigentlich nur nicht Bug oder Bug. Ja, halt, mit dem, sag mal, ein Mauspack ist eine komplett. Ein vollständiger so, Mauspack ist eine 360. War es ein 90, oder? 90 Degrees. Mausbug. Mausfuck! 90 Degrees from Hell. Ja. Oh, nee. Das wäre jetzt. Was war denn das? Das war in unserem allerersten Video, gell? Was denn da? Das war unser Trailer. Ja. Das war unser Trailer. Ja. Voll bescheuert, Alter. Ja, schaut es euch an, den Teaser-Trailer von Slender aus. Oh, los, den verpasst ihr. Das ist fast angehört wie dieser Sound, wenn du von so einem Zombie geslappt wirst. Ich habe ein bisschen gespuckt. Aber macht nichts. Ich hab eine Keycard. Eine Gamecard. Ja, ja. Wie heißt denn jetzt andersrum? Heißt jetzt Gamecard? Keycard steht da. Was hat er jetzt? Die no, much more balanced now. Also du kannst. Was heißt das? Ja. Du findest verschiedene Sorten wahrscheinlich. Ausgeglichen. Weil du findest ja, normal findest du sehr viele Level 1 und 2, ne? Jetzt findest du wahrscheinlich von allem so gleich viel. Das verstehe ich unter Balance. Oder die Türen. Oder die Türen, die Schlösser sind anders verteilt, oder? Dass die Schlösser andere Levels haben. Türschlösser. Try mal. Try hard. Ja, Level 1 kommen, kannst vergessen. Vergess. Hey, normal steht doch, welches Level man braucht, oder nicht? Ja, ich dachte dann schon immer nur. Ach, ja. Hi. Hi. Trainer geht was ist los? Ich hab irgendein Event unterbrochen. Da ist einer gestorben, glaube ich. Aber hier geht's dann in die nächste Zone. Ich muss ja hier erstmal hier refinen. Na gut, dann geh ich jetzt zurück. Ja, ich bin auch so ein bisschen krank, ey. Schon angesteckt, ja. Naja, die Inkubationszeit ist halbe kurz. Stunde. Halbe Stunde, ja. Ebola. Ja. Okay. We're going in. Synchro. Got it. Weißt du Bescheid? Zur Erklärung. Wir synchronisieren immer das Video, die Tonspur von Gameplay und Facecam anhand von dieser Stelle, wo es macht. Oh. Weil es halt da einfach am besten geht. Ja. No fucking mouse bug. Und Blink. Kein Blink. Oh, ein Blink. Shit. Ein fucking Blink, Junge. Nice. Ich habe schon mal gesagt, ja, ich fände es richtig geil, wenn du so diesen Abdruck dann sehen würdest, wie er so in die Tür reinfährt. Das wäre das Hammer-Feature, aber das wird nie eingebaut werden. Das wäre viel zu aufwendig. So wie der CryEngine. Ja. Ist das der Anfangsraum? Ja. Hab wieder die Orientierung. Die Genitale? Ja. Die genitale Orientierung. Ich komm jetzt wieder zurecht. Wir haben jetzt schon mehrmals genital gesagt in diesem Video. What the fuck? Das heißt, unser Video ist wieder auf dem richtigen Niveau. Was soll denn das? Wieso steht er da draußen? Ja, der guckt. Ja, der war auf der falschen Seite. Ja. Der blickt's gar nicht, der denkt, der ist immer noch eingesperrt. Aber er steht auf der anderen Seite. Kaputtes Event. Kaputte KI. So. Ach, meinst du, hat die KI? Nennt man das KI? Weil eigentlich macht das Viech ja nichts. Natürlich hat das eine KI, nicht stimmt. Hat vielleicht eine schlechte, aber es hat eine. Aber eigentlich macht der nichts als. Jeder NPC hat eine bestimmte KI, eine Art künstliche Intelligenz. Das ist einfach so.
Außer wenn es halt ein statisches Objekt wäre, dann halt nicht, aber wenn es sich bewegt irgendwie nach irgendeinem Schema, ja, okay, zum Beispiel, stimmt, bewegt es sich ja zu uns hin. Das ist ein If, kann man sagen, ne? Wenn du blinkst, dann move der. In deine Direction. Wenn du blinkst, dann ist er moving in deine Direction, weil wir nämlich englische Wörter verwenden. Ja. Ich sag mal so. Ich sag mal Wörter. So, was haben wir jetzt hier alles rein? Ich sag mal die Keycard. Auf jeden Fall. Und ich sag, Schild. Fett in den Abseits gedroppt, ja schon wieder. Sag mal, ja, was ist denn Lager los? Nicht mehr. Was los, Junge? Was los? Ach, das ist jetzt ein More Balanced. Du kannst es jetzt in noch. Jetzt ist sie ganz weg. Verschiedenartigere Weisen daneben schmeißen. Na, wo ist er denn? Da ist er, hast Glück gehabt, du. Okay, dann noch mal was. Und bei mir ist sie schon des Öfteren verschwunden. Und so. Alter. Und damit nein, haben wir jetzt die Gasmaske. Oh. Ich hab gesagt, Mythe, nein. Jetzt mit die Keycard. Ja. Shit. Ist es doch. Hey, da ist es doch, liegt doch direkt ja, vorne. Ja, natürlich. Aber es sieht auch so ein bisschen auf wie Spinne. Aber ich krieg's Spinnenbeine. Nicht. Spinnenbeine. Ja. Das wäre das härteste ACP. Die Gasmaske ist weg. Das wäre das schlimmste ACP, wenn es da eine Spinne gibt. Alter, hast du es gesehen? Das waren zwei Maskbacks. Oder Leute, Spinnen sind schon ein bisschen. Ich komm da nicht mehr ran. Bisschen krass. Junge. Aber nicht so krass wie der Junge. Ja, okay, vielleicht krieg ich's ja wieder. Ja, komm, scheiße auf die Gasmaske. Aber vielleicht kommt sie mit raus? Ja. Na toll. Oh Mann! Ich lass es. Das ist so behindert. Wieso hat das ja so gelassen, dass man mehrere Items übereinander schmeißen kann? Sag nicht behindert. Ja, guck mal da. Also verschwindet er jetzt. Ich könnte da nur klicken und mir wiederholen. Könntest du. Und so, Gasmaske, komm. Durch die Map Fall. Ah, more balanced now. Jetzt kriegen wir nur noch Mastercards. Früher oder später kommen wir ins Ziel. Ja, aber noch sonst welche Changes? Keine mehr, deswegen muss ich müde gehen. Mit den Guarana-Kapseln. Das ist eine Guarana. Guarana. Guarana? Ja. Guarana. Nicaragua. Ja, so ähnlich. Okay. Und sind so ein Plantagengewächs. Und die Arbeiter auf der Plantage, die nehmen das auch, damit sie Energie haben, um mehr zu ernten. Das ist ja scheiße. Ich lieber nicht arbeiten. Es enthält viel Koffein. Aber ist, oder? Aber ist bekömmlicher als dieselbe Menge Koffein, wenn du dir so pur zu dir nimmst. Hm. Weil Koffein, das putscht so auf und Guarana macht einfach nur wach. Finde ich. Ich benutze eigentlich gar keine Aufputschmittel. Ja, ich trinke nicht mal Kaffee, ich hasse Kaffee pur. Ja, ich eigentlich auch. Ab und zu so ein Latte Macchiato, aber. Okay, letztens habe ich einen Club Mate getrunken. Eigentlich voll das eklige Zeug. Na? Was hat das mit Kaffee zu tun? Weil da auch Koffein drin ist im Club Mate. Ach so. Ich dachte schon, der Club Mate finde ich gut. Denkst du? Ja. Hast du schon mal das. Da gibt es auch Cola von Cola Mate, ne? Oder? Echt? Aber noch nicht. Ich habe jetzt zwei Level 2, ich will jetzt kommen. Bitte. Please. Mit Cheesing wäre das jetzt flüssig. Ja. Ah. Aha, hast du schon bestellt, oder? DOS! Nein. So, oder? Zwei. Ich habe zwei Omnicards. So. Los geht's. Ja, was mache ich jetzt mehr Anzeige? Jetzt habe ich keine Gasmaske mehr. Ja, keine Ahnung, dann No-Clip halt doch. So scheiße. Ja, ist übel scheiße. Schaut mal bitte weg, Leute. Schaut mal bitte weg. Wir können das Bild einfach schwarz machen. Wir machen gar keinen Console Command. Nice, wir sind. Und jetzt falle ich durch den Boden. In Bereichen, wo sonst niemand ist. Oh. Glück gehabt. Ja, nur das ist nur, wenn du im Boden drin stehst. So. Weiß man's. Ja, ich weiß das. So, gehen wir da rein? Weil ich bin nämlich Juan Pro. Weißt du? Der Alex B. ist Regal ist und ich bin Juan Pro. Juan J. Pro heißt er. Juan J. Sorry. Das bin ich trotzdem. Ich weiß nur meinen Namen immer nicht. Wollen wir oder wollen wir nicht?
Ja, das musst du wissen, aber bis jetzt war es immer scheiße eigentlich. Nicht, dass man wieder beim Rohr erschreckt. Ne, geh nicht, komm, du hast es noch nie geschafft, oder? Na, doch am Anfang habe ich es zweimal geschafft, oder? Wie ein Delfin. Also auf jeden Fall mal durchgeschafft und dann nochmal, als wir die Hand hatten. Weil dann ist es dann später am Scanner gescheitert, glaube ich. Okay. Irgendwie sowas in der Art. Jetzt scheppert's gleich. Na, der war doch schon auf der Ja, Zeit. Aber manchmal ist das Event ja trotzdem noch da, wenn wir schon drin waren. Warte mal, was... Haben wir eigentlich ein Ziel für heute gesetzt, so? Irgendwas Spezielles erledigen in dem Spiel? Oder? Einfach mal die neue Version testen. Ja, danke schon. Können wir mal wieder gucken, ob wir zu dem Automaten kommen. Penis eingeben oder so. Oder Genital. Um das Wort auch nochmal wieder zu wiederholen. Ich sag mal so. Das ist ja nämlich die, sag mal, Community. Ich sag mal. Ja, stimmt. Ich hab mich grad gefragt, was liegt da auf dem Boden? Was liegt denn da? Ich hab irgendwie an SCP-939 gedacht. So. Ach du Scheiße. Wenn der da oben ist, stell dir vor, der fährt Aufzug, Junge. Da bin ich noch nicht lang. Um Aufzug zu fahren, muss er erst mit seinen fetten Clown auf die Taste drücken. Das will ich sehen, du. Enjoy yourself. Enjoy yourself, sagt er dann. Der enjoyt es dann, wenn er fett die Sounds im Aufzug hört. Dann waren wir hier schon mal. Ach nee, die Musik spielt ja gar nicht im Aufzug, ne? Das ist auch nur in der Mod. Guck mal, wir sind schon so beeinflusst durch die Mod, oder ich zumindest. Was bitte? Ich denke immer, dass eine Melodie im Aufzug kommt. Dabei kommt es nur in der Mod, oder? Ja. So. Und dass man Scheiße in den Automaten eingeben kann. Könnte man eigentlich theoretisch. Kann ich Shit eingeben? Brown. Kann auch flüssig sein. Browner Juice raus. Kann auch flüssig sein. Es geht alles, was auf der Erde in flüssiger Form da ist. Also laut SCP. Ja, ist. Achso, auf der Erde, ja, okay. Aber der davon, was es gibt, nicht alles eingebunden. Na gut, geh mal drüber. Oh, kein Teddy. Wobei, wir müssen noch den Computer finden. Ist der Computer nicht noch in der Dingsau? Ist er nicht? Ist er nicht? Ich weiß, es sitzt frei ohne du. Ich glaube, der Computer war in der Entrance Zone. Da ist keine Karte. Und kein Becher. Ja, wenn du einmal durchläufst, dann ist es da. Guck. Ja. Ah ja. Ich nehme halt. Hokus Pokus. Das ist random. Alter. Hä? Yes! Yes! Du hast nicht bewegt. Das ist aber wie so ein Glücksrad. Das ja, ja. Und dann stehen dann. So war das. Das ist wahrscheinlich eh so eine Schwelle, wo du nicht genau weißt, wo es also, links oder rechts ist. Was geht denn hier ab? Harter Scheiß, da hat einer ordentlich abgebootet. Hä? Sicker Shit. Ich überfehle gerade die Worte irgendwie. Was ist das? Ah, okay, wir sind in der Pocket Dimension. Ja, da ist ein neuer Room, das steht auch hier. Neuer Room in der Pocket Dimension. Ja, in der Pocket Dimension, aber wir sind gerade auf eine neue Art und Weise reingekommen. Ey! Da, Little New 106 Related Event and some improvements mit dem Janitor. Also, es sind zwei separate Änderungen. Ja. Ja, jetzt musst du den Room finden. Ich möchte den Room sehen. Komm. Ich war noch nie so gespannt auf die Pocket Dimension. Was ist denn die. Voll die Schlagseite, ey. Was? Dass wir in der Pocket Dimension sind? Nee, so in die. Achso, Schlagseite. Was? Du bist wieder draußen? Und du bist in einer anderen Zone, oder? Junge! Seems like. Richtig nice. Ja, eben nicht. Du gehst gleich in die nächste Zone. Was ist das? Das ist die Light Zone jetzt wieder. Siehst du? Sicher. Die Light Zone, da kommen wir her. Ja, dann geh doch nicht dahin! Ich brauch doch noch den hier 079. Really? Ist er wirklich da? Und den blauen Key brauch ich. Ach man, jetzt kommt er da schon raus. Jetzt wird er hingecheatet und du gehst zurück? Ja, dann fahr ich halt nicht mehr durch das schwarze Loch einfach. Wenn du glaubst, dass du wieder aus der Pocket Dimension so einfach rauskommst. Jedes Mal. Jedes Mal, okay. Ja, geht es weg? Das weiß ich, weil es jedes Mal random generated. Nein, ich meine das Ding. Oh, ist es der Raum? Das ist der Raum, den ich brauche. Siehst du, das ist what you need. Hat sich gelohnt, Junge. Wie viel Platz haben wir denn noch? Das kann man nicht wegschmeißen. Hast du den Ring und jetzt?
Jetzt puttest du den an, oder? Ist doch gut. Wie die Single Ladies. Besser mein Hammer. Kommt das daher? Was? Achso, die waren dem Endless Room. Ja. Oh mein Gott. Voll den Arsch. Ja. Open up. Was da drin? Ein. So. Was? Deine Mom hat gerade. Ja, hat sie gemacht. Das ist, was hier angekommen ist. So. Es könnte halt sein. Kacke, die Frage ist halt, komme ich jetzt da durch? Weil ich so ein bisschen humpel. Das kann auch sein, dass ich zu dem 079 nur komme, wenn ich durch den 939 Raum gehe. Ja, understand? Ja, weil ist das wert? Ja, wir müssen ja jetzt hier die. Du willst durchspielen, okay. Ja, was wir wollen. Ja, wir so gehen und kann dann spaßeshalber wieder den Forest hier. Ja, wobei, aber eigentlich haben wir den ja schon im Livestream. Aber wir haben den noch nicht im. Wir sind noch nicht durchgelaufen. Mit Forest? Ach stimmt, wir sind gedeiht, Junge. Gedeiht. Ah, ich glaube, es geht einfach danach nochmal weiter. Und wir haben es halt nur im Livestream in lower quality. Ja, wir wollen das auch in HD aufnehmen, Mann. Full HD. Just for the sake. Ja. Vielleicht machen wir ja dann mal ein. Oh, wie. Entschuldigung. So. Wir machen vielleicht, wir können ja ein All-SCP-Video machen. All-SCPs in the Forest. In the Forest. Es wird ein kurzes Video. Das ist jetzt schlecht. Nee, wo halt von das 1. Das ist gerade richtig schlecht. Ja, wirklich, Mann. Was machst denn du? Willst du wieder in die Pocket der Mensch, ne? Vor allem, wo kommt der jetzt her? Ach du Kacke. Hörst du ihn? Ja, Mann. Der kommt von Down Under. Von Australia kommt er. Und jetzt? Links, oder? Würde gerne mal wissen, von wo der jetzt kommt. Hoffentlich kommt keine Sackgasse, Mann. Hier gibt's vielleicht Sackgassen, ne? Das wäre mega assi. Mega assi. Ich mach nur Kippi, sag's jetzt. So, nehmen wir die Folge, oder? Mega assi. Wo ist er, Mann? Kann er nicht verpissen? Kann er nicht verpissen? Ich schritt schon wie so ein Mega-Assi. Wie so ein Mega-Assi. Fuck, ich rein schon. Ich finde, manchmal muss so ein bisschen Assi auch sein, oder? Ja. Schon, ne? Ein bisschen Ghetto und ein bisschen Assi muss schon sein. Komm, haben wir den nicht mal langsam abgehängt? Ja, also mal wirklich. Halt echt. Ach, Kacke. Mann, und dann müsste jetzt auch noch der andere kommen. So. Oh nee, komm, beschwörst nicht hinein. Ja, das ist ein Bug, dass nur noch die Melodie zu hören ist. Nee, ich höre ihn ja manchmal atmen. Oder ich schüttel, wenn er nah ist, dann hörst du ihn ja atmen und ich schüttel das. Jetzt ist er weg. Also wir folgen die wir haben ihn nicht gesehen, kein einziges Mal. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil er sich so von oben runter zwirbelt. Zwirbelt, Alter. Kommen wir von daher? Ich glaube, von da kommen wir jetzt auch offen. Ja. Ja, und? Ja. Das heißt, wir versuchen am besten so schräg gegenüber, ne? Ja, mach mal. Ja. Ja! Ja. Senpai? Hat sie wieder ein bisschen Schleim gelöst. Yeah. Immerhin etwas. Aber ich humpel jetzt halt die ganze Zeit so scheiße. Ich brauch SCP. Yes. 500. So humpelst du? Was hast du getan? Weil ich in der Pocke der Menschen war. Dann humpelt man. Ja. Forever. And ever. Scheinbar. Take them, zieh dir mal was rein, Mann. Ich habe nur den Verbandskasten und der hilft mir, glaube ich nicht. Nicht? Auch nicht. Kann auf sein Bein verbinden. Was bringt's? Was tust du? What the fuck? Shift. Das ist, wenn du Shift machst. Ich mache nichts mehr. Junge. Voll lässig gelöst. Mit einem. Hab ich jetzt. Oder hab ich es zu lang oder zu aufgedrückt? Das kann ich. Ich stand da, glaube ich. Wenn man nichts drücken oder durch Down ist. Für 8 Sekunden gedrückt halten. Ja. Da, oder? Scheiße, da komm her. Fuck. Wir sind im Kreis gelaufen, Mann. Du Opfer. Denke ich jetzt da lang. Ja. Ja. Ja, aber diesen anderen Raum haben wir auch nicht gesehen.
Welchen anderen Raum? Wo SCP-500 drin ist. Achso. Da, wo die Pille ist. Da, wo die Pille ist. Ja, keine Ahnung, Mann. Ist der da noch? Seitdem die das geändert haben, ist der überhaupt noch da? Ja, der ist noch da. Ob der ist noch da. Also, nur wo, ist die Frage. Nur wo, ja. Ja, wo, ja. Rechts, komm. Du bist jetzt hier so ziemlich. Ich glaube, jetzt am Rand. Oh mein Gott. Ja, wenn er aber nicht am Rand ist. Der ist am Rand, der war schon immer am Rand. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Da kenne ich aber andere Episoden, da das Gegenteil beweisen, du Opfer. Was? Der war nie mittendrin. Na klar, du Opfer. Beweise, Beweise. Ja, ja, ich suche diese Episode raus, ich sag's dir. Du weißt, guck mal, ich habe beides gefunden. Ist das nicht geil? Alter, was war das? Das sah aus wie das Model von 106, als ob der so gedroppt ist, einfach echt? Durch. Ja, Mann. Da machen wir eine sicke Zeitlupe, machen wir da. Sag ich dir. Ich erinnere dich dran, du musst die Episode schneiden. Oh, ich habe ja schon. Die spam sich dann auf Facebook zu. Ja. Hast du die Zeitlupe? Hast du die Zeitlupe? Nein! Du musst da drin stehen. Boah, ich hab in dem All-SCPs-Video, wo wir das mit dem Maskenmann machen, da renne ich so an allen Zombies und dem Maskentür vorbei und so, wow! Ja. Das ist übelst geil. Eine der besten Stellen muss man, ich sag mal, eine der besten Stellen. What the fuck? Oh, wow. Ja, wartest du, bist du blinkst, Mann? Hallo? Oh, fuck. Ich war noch nicht hier drin, der hat ja, sich okay, gespawnt. Aber ich wäre trotzdem fast vor Angst gestorben. Ja, guck mal, jetzt haben wir uns auf. Ah, ja. Was ist das? Ja, jetzt geh doch mal! Oder willst du die restliche Episode so weitermachen? Ja, wollte ich jetzt eigentlich. Hast du schon gesagt, dass ich Hunger hab? Du hast ja das Chinesisch reingewurscht! Ja, ich habe auch heute einen Schatz gegessen. Ja. Ich hab heute Fischstäbchen. Ich habe heute einen Marmeladenkissinger gefrühstückt. Ah, ja. Dann mittags habe ich mir, ich sag mal, ein Cordon Bleu-Brötchen geholt beim Edeka. Und jetzt habe ich mir das Chinesische gegessen. Ja, toll. Ich hab gefrühstückt und hatte noch. Ich weiß nicht, wo ich angehen soll. Die Stäbchen, das toll. Scheiße irgendwie. Wir haben jetzt, wie spät haben wir eigentlich? Es ist abends. Ich sag mal, es ist abends. Ja. Ich sag mal, wir haben 21.02 Uhr. Deine Uhr ist voll schön. Mit Touch und 10 Zoll. Nein, nur 9,7. 9,7. Ja, die Runde sind es 10. Ja. Sie 10 Zoll, klasse. 10 Zoll? Das hat ja weniger als ein Netbook eigentlich. Natürlich. Na, ja, egal. Ja, ich sag mal egal. Aber ein Netbook hat meistens Widescreen, oder? Ja. Fuck! Wo komme ich her? Fett getwistet jetzt. Scheiß. Oh, ein bisschen so, bin ich erschrocken so. Nee. Sag mal, wegen dem. Sag mal. Rauch. Ja, komm ich nicht von dahin? Ja, schaut alles irgendwie anders aus, ne? Fuck. Nicht. Wow, okay, warte mal. Special? Oh. Komm schon, Forrest, jetzt der Forrest, der Abschluss der Episode. Bevor mich meine Stimme verlässt. Was? Da war mal, das ist der eine, wo wir schon. Was? Hey, was machst denn du? Ja, was weiß ich. Alter, läuft er da? The boy, the dude, the Teddy. Warte, erst wenn ich reingehe. Jetzt. Ja! Ah, da machen wir diesmal keinen fetten Zoom drauf, oder? Nee. Haben wir ja schon hier ja, haben wir schon durchgekaut. Wir haben den auch schon von nah gezeigt. So. Ja, ausführlichst. Könnt ihr in unser All New SCPs. All New SCPs. Auf SCP Version 1.0. Oder ihr geht aufs All SCPs, klickt auf den Video-Link. Vielleicht, ich komme die Treppe nicht hoch. Mit Anlauf? Hab ich schon probiert. Warte, ich war ein bisschen Stamina. Ja, das geht irgendwie nur noch mit Rennen, kann das sein? Ja, Anlauf statt gerade gehen. Riecht was. So, und jetzt. Ah, tut sie aber schwer. Was ist denn das bitte? Da kommst du echt nur mit. Ey,
Mit Rennen kommst du. Wir haben doch jetzt Version 1.0. Alter, ich gehe da nie wieder die Treppe runter. 1.06 sogar schon. Den Raum ist nichts mehr sehen. Guck mal, jetzt muss ich meine Stamina regenerate. Was ist denn das? Wer macht sowas? Vor allem, es ging doch. Es ging ja. Doch. Was zum Kuckuck hat er geändert? Er hat es wieder slightly improved. Ja. Und deswegen sind die Framerate so scheiße. Performance slightly improved. Das ist doch immer ein Witz, ey. Anstatt ja, besser machen die es immer schlechter. Jetzt in die nächste Zone. Einzige Besserungen sind immer die SCPs. Oder aber voller Bass, hörst du? Ja. In Hai? Einmalig. Nein, ich will, wenn dann da lang. Ne? Nur bei dem First Encounter. Assault Reckon. Was steht da? In Trance. Das ist Französisch. In Trance. Das ist in Trance Zone. Moschee. So. Hätte mal in der ersten. What the fuck? In der ersten Klasse hatte ich Französisch. Aber nur in der ersten Klasse. Und da war das ja eigentlich. Erstens keine Erinnerung und zweitens eigentlich nichts Gescheites gelernt. Ich hab nur gesungen, glaube ich. Frère Jacques. Hatte ich bisher nur außerhalb der Schule Französisch. Hast du jetzt das gemeint, was ich gedacht habe, oder? Oder habe ich wieder so... Wie hast du denn Französisch gehabt? Du Depp, du. Das war schon Spanisch? Nein. Aber kein Interesse daran. Oh Mann, wir sind so blöd, wir sind so kindisch. Ich bin so kindisch. Aber als wir dann, bevor wir auf der Realschule hier den Zweig wählen mussten, ne? Kam dann die das schon die mit der Gicht. Wie hieß die? Keine Ahnung, du sagst jetzt keine Namen im Video. Ja, ist ja wurscht. Ich weiß es nicht. Die da hier. Ja, ich glaube. Ja, doch, ich weiß, wen du meinst. Ja. Der hat so kürzere Haare, ne? Ja, und die war schon hinter das Semester. Ja. Der hat auf Deutsch gemacht, ne? Glaube ich. Ich hab's dann später in Englisch noch gehabt. Oh ja. Ey, die hatte auch einen deutsch-englischen Namen, ne? Oder nur englischen Namen. Doppelnamen. Nein. Dann ist eine andere. Ist egal, spür weiter, das interessiert eh keinen. Das weiß keine Sau, wen du meinst. Jetzt schreibt so einer drunter, seid ihr an der Schule gewesen? Ja, ist ja wurscht, ich kann nicht sagen, wie es war. Ach so, ja. Ne, die habe ich nicht gedacht. Lamm nicht die. Ich sag dir später, wenn ich gedacht. Okay. Also, gerade eigentlich. Ja. Alte Soul-Stories machen wir hier. Die vor der Obermeier. Wurst! Habe ich letzte Woche oder die Woche habe ich die beim Rewe gesehen. Ah. Das war meine Klassenlehrerin. 5., 6. Was passiert, wenn ich da reingehe? Ist die Episode vorbei, oder? Ja. Ja. Ist die Episode vorbei. Der Endroom ist es. Du hast die Macht. Du kannst die Episode beenden nach 34 Minuten. Für die Wissenschaft. Wir wissen, was da ist. Ich komme halt hier nicht mehr so schnell voran, ne? Ein Krüppel. Dieser Humpelei. Humpelei, das ist jetzt ja mein Nachname. Frau Humpelei. Okay. Oh, in so einem Raum waren wir auch schon lange nicht mehr. Ist er da unten? Ja. Der ist am Grinden. Oh. Grinden my whole life. Grinden. Oh man, bitches, grind my swivel. Oh, das könnte der Hausmeister sein. Oder ein Gate. Gate? Nee. Bilder. Bilder. Du hast auch Drawn Together ab und zu geschaut, oder? Ja. Da gibt es eine Folge, da siehst du diesen den Schwulen, ne? Den Sander. Da sagt er irgendwas. Ich weiß gar nicht, wer das sagt. Irgendjemand sagt zu ihm was. Dann siehst du so, wie es in seine Ohrmuschel geht, so die Schallwellen und wie es an seinem Gehirn ankommt. Dann kommt er ganz anderes an und irgendwann so, ich bin Homo, ich bin Homo. Das fand ich übelst lustig. Ja. Ja, also nicht so wie Schwule, aber das fand ich übelst lustig. Viele Witze aus der Serie sind schon ziemlich geil. Na toll, wirklich. Was? Kann man echt jumpen? Oder? Nein. Das frage ich nach 92 Episoden. Kann man jumpen? Ich brauche Anlauf statt Gleitgel.
los. Kennt jemand Drawn Together von euch? Wir haben ja jüngere Zuschauer. Stimmt, ja, wir haben jüngere Zuschauer, die haben das gar nicht mehr, das läuft doch gar nicht mehr, oder? Es gibt ja nicht mal mehr MTV. Ja, MTV gibt's noch. Also. Ja, aber wenn das, der bezahlt für MTV, dafür ist es jetzt nicht so gut. Ich glaube auch, die, oder machen die noch diese ganzen Folgen? Welche Serien so? Hast du genau, wieso bitte? Achso, ich muss. Das würde mich auch mal interessieren, so. Wer von euch hat noch MTV gesehen? Im Free TV. Hallo, wieso geht kein Licht mehr? Secondary muss ich machen. Hallo, bitte. Was? Hallo, wieso geht kein Licht mehr? So, Door Control auf. Und jetzt? Du musst irgendwas hinter mir stehen. Hätte ich mir gerade eben gedacht. Nee, wo ich hier bin. Ja. Nein! Weißt du noch dieses Spiel? Mit den komischen Mindfuck-Physikrätseln, wo wir von der Großmutter im Haus irgendwie nach so Sachen gesucht haben. Dann war plötzlich so ein Loch in der Mauer und dann sind wir durch. So ein Horrorspiel war das, weißt du? Ja. Da ging es um. Auf jeden Fall waren wir dann am Ende vom Spiel, war so eine Schublade, dann macht man auf und da lag ein Zettel drin, da stand Behind You. Und da war das Spiel vorbei. Ja, das war aber richtig. Richtig. War es da vorbei, ja? Ja, man hat nichts gesehen, aber ich fand das richtig schlimm eigentlich. Eigentlich schon, ja. War das das, wo man da außerhalb vom Haus in so einen Keller und da war so ein ja, so ein Skelett, gell? Ja. Haben wir das hochgeladen? Nein. Nein. Das ist corrupted, glaube ich, oder so. Schade, Mann, das war richtig geil eigentlich. Das hatten wir schon, eigentlich schon öfter, ne? Dass wir ein Video gemacht haben und dann aus irgendeinem Grund konnten wir es nicht hochladen. Ja. Ja, das heißt öfter. Also so. Vielleicht in unserer History weil dreimal oder so? Ja, also, das würde ich schon sagen. Das ist schon wieder so ein Scheiß. Was passiert, wenn ich da. Alter, hör mal auf, Mann! Mach mal eine XXL-Episode heute. Echt jetzt? Machen wir doch schon. Ja, aber schon. Das ist halt eine Triple XL-Episode. Na toll. Aber was war neulich, wo wir nicht hochladen konnten? Das war ich doch überall, oder? Das ist. Nee. Wie heißt denn das? Doctor Strange. Nein, nicht nee. Strange. Das, wo wir den ersten Teil gespielt haben. Was du meinst, von der Serie. Ja. Ja, das war eh langweilig. Ja, das war scheiße, das war übel scheiße. Aber trotzdem, komm ich hochladen. Ja. Weil die Aufnahme. Weil wir statt zu starten gestoppt haben, genau so war's. Ja. Es lief noch und wir haben dann am Anfang gestoppt. So dumm eigentlich. Ja, wir wollten es eigentlich aufnehmen und dann haben wir die Aufnahme wegen irgendwas abgebrochen. Deine Schwester kam rein. Meine Schwester kam rein, genau. Und den Anblick wollten wir euch einfach ersparen. Und dann ist er rausgegangen, wir wollten weitermachen. Und die Aufnahme, nee, wir haben die Aufnahme eben nicht gestoppt, wir haben einfach nur aufgehört. Dann wollten wir die Aufnahme starten, haben die Knöpfe gedrückt und dann haben wir dann die laufende Aufnahme unterbrochen. Was wir dann beenden wollen, haben wir dann gesehen, oh, jetzt nimmt's wieder auf. That moment. When you realize that you didn't record. Ja, das war, komm, es war eh langweilig. Es war blöd. Wenn wir sau viel hin und her gelaufen sind. Ihr habt nichts verpasst, wir sind, ich hab's gerade gespielt, ich bin die ganze Zeit nur hin und her und kam immer dieser komische Dock. Hat mich geschwartet. Ja. Und dann ist er plötzlich, wir konnten ganz leicht abhängen, aber eigentlich. Wie? Ich habe noch den Namen nicht im Kopf. Was heißt es denn, bevor wir den ersten Teil der Serie gespielt haben? Ja, ist ja wurscht. Ah! Fuck! Ah! Komm, plötzlich. Okay. Der hat unsere XXL-Episode beendet, Junge. Jawohl. Ja, kommen wir doch auch in die Zeit. Ja. Ja, eigentlich schon schade, aber The Forest halt, ne? The Forest. Ja, aber war okay. Kann man sagen, war ja, okay. Ich sag mal, war okay. Sag mal, okay. Nennen wir die Folge irgendwas, wenn es ich sag mal. Ich sag mal, ich sag mal Update. Ich sag mal Update, ja. Das ist gut. Ich sag mal Update. Machen wir das so, okay. Genau. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt wie immer da unten hier schön subscriben. Wenn ihr noch also meine nicht. Stimme wird immer weniger, glaube ich. Muss man so einen Vergleich machen. Jetzt am Ende musst du hören, wie ich spreche, dann skippst du nochmal am Anfang vom Video, ob die Stimme anders ist. Also ich glaube, das ganze Gelaber, das macht nicht unbedingt besser. Scheiß drauf, Junge. Hab ich noch Kopfstimme? Ja. Okay. Für die Zuschauer. Dann geht's da. Für die Community. Vielleicht zeigen wir euch jetzt noch ein paar kleine Outtakes. Oder haben wir was gehabt am Anfang? Ja, wir haben am Anfang schon Scheiße gelabert. Ein kleines bisschen. Was wir wegmachen müssen. Im normalen Video nicht zeigen sollte. Ja. Also, ihr wisst, ihr kriegt alles zu sehen. Uncensored. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ja. Was wird's sein? Five Nights? Oh ja.
Ja. Ja. Five Nights. Night Five. Five Nights, yeah. Night Five. Da könnt ihr gespannt sein. Wir haben es nämlich letztes Mal geschafft, aber das seht ihr dann schon mal. First Try, sag ich bloß. First Try. Vom First Try schaffe ich es nicht. Meinst du? Natürlich nicht. Es gibt eine reelle Chance. Es gibt eine reelle Chance. Aber ich glaube, in Anbetracht der letzten. Ich mache sowieso von 0 bis 1 Mal, mache ich erstmal nichts. Die Fresse. Aus Prinzip. Alter. Jetzt lass den überanden. Wenn ich die Schwelle erstmal überwunden habe, ne, dann mit der Rest ein Kinderspiel. Da wirst du aus Prinzip erstmal gefistet von dem Foxy. Kann ich alle Lichter und Türen kann ich permanent offen lassen, weil ich genug Energie habe. Willst du machen? Ja. Ja. Aber das, wie er es dann wirklich macht, seht ihr dann. Dürft ihr gespannt bleiben. Wir wissen ja selber noch nicht, wir haben es noch nicht im Kasten. Ne? Ja, aber das nehmen wir jetzt dann auf. Weil ja, direkt im Anschluss, ne? Ja. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ich beende mal die Aufnahme. Ja. Die Sicherung reinmachen. Dass du dann vom Stuhl fällst. Ah, geht. Wie geht die nicht rein? Die hakt nicht ein. Was ist jetzt? Nee. Was ist jetzt? Der geht trotzdem nach hinten. Stuhl ist kaputt. Leute, unser Equipment funktioniert mit. Wir können kein Videos mehr haben. Ja. Das geht nicht. Nee. Einen neuen Stuhl. Ja. Machen eine Postfachadresse aus und dann können uns die Zuschauer einen Stuhl schicken. Stuhl schicken, ja. Also, aber einen richtigen Schreibtischstuhl, so einen guten. Mit Armlehnen, das ist mir wichtig. Und eine hohen Lehne, dass ich so fast meinen Kopf so anlehnen kann. Aber nicht so hier auf halbem Rücken rauf und sowas, finde ich scheiße. Okay, wisst ihr Bescheid. Jetzt kommt ein Outtake, dann. So. Was war das für ein Geräusch gerade? Das warst du, oder? Ja. Lass mal das noch drin. Hä? Lass mal das noch drin. Nee, jetzt machen wir ernst. Ernst. Ja, okay. Morgen, Jungs. Und Mädels.